Hallo, herzlich willkommen zurück zu Hollow Knight. Schön, dass du mit am Stissel bist. Wir sind hier direkt in der Geisterlichtung, an der Geisterlichtung. Und ich muss gestehen, ich habe eine Sache da oben vergessen. Ich habe das bei jemandem gesehen. Ich gucke immer mal wieder bei jemand anderem noch. Versuche mich nicht spoilern zu lassen, aber eine Sache habe ich dann doch gesehen. Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich immer wieder sehe, wo was ist und wo nichts ist. Aber manchmal passiert es doch, dass ich Dinge entdecke, die ich selber vergessen habe. Und zwar, gibt es hier hinten noch was Kleines. Und das wollte ich einfach ganz kurz hier noch mitnehmen. Denn wir haben hier ein Königsidol. Und dieses Königsidol haben wir hier auch schon. Eine weiße Statue, die den König von Highlands Nest darstellt. Der zurückgezogene König wurde mit Hilfe dieser Statuen verehrt. Ein Relikt aus der Vergangenheit von Highlands Nest. Dieser Gegenstand besitzt nur noch für diejenigen Wert, die sich mit der Geschichte von Highlands Nest beschäftigen. Dachte, das muss ich doch nochmal mitnehmen. Und das ist schon irgendwie, wenn man hier so reinguckt, das hat schon irgendwie alles so ein ganz eigenes Flair, ne? Und ich weiß gar nicht, ob es hier noch mehr Geheimnisse gibt, die ich irgendwie noch nicht gesehen habe. Ich glaube, die können wir bestimmt auch irgendwie angreifen. Will ich aber jetzt an dieser Stelle mal nicht machen. Was ich machen will, ich weiß gar nicht mehr, was ich beim letzten Mal vorhatte. Ich habe ja auch eine neue Aufnahme, aber eine Sache, ich will jetzt diesen Typ da unten herausfordern. Das machen wir doch mal direkt als nächstes. Denn das finde ich ganz interessant oder fast vielleicht am interessantesten. Was dieser Krieger da kann. Da gibt es auch nicht mehr, oder? Um das Gefäß zu schützen, schlafen die Träumer. Monomon, die Gelehrte, in ihrem Archiv umgeben von Dunst und Nebel. Die haben wir schon. Lurien, der Wächter, in seiner Warte, die Stadt überblickend, da sind wir gescheitert. Hera, die Bestie, in ihrem Bau, inmitten der tiefen Dunkelheit, jenseits des Königreichs. Ja. Da muss man sagen, die Monomon, hieß sie so, die haben wir schon erfolgreich gefunden. Und jetzt gucken wir mal hier, was der hier, der Xero, so heißt. Da hoffst du noch, Reisender? Wirst du fliehen oder wirst du deine Waffe ziehen? Komm, wir fordern den mal heraus. Was kann der? Wow, okay. Das ist ja gemein. Erwischt er mich hier unten noch? Ich glaube nicht. Okay, war der oben oder kommt er wieder runter? Ja, der kommt doch wieder runter. Wie viel Leben hat er? Das ist nicht so schwer. Der geht wirklich, der ist. Man darf halt nur nicht reinspringen. What? 4? Na, jetzt geht er aber ab. Aua. Tut weh. Aber wenn ich hier unten bin, kommt er nicht, ne? Feigling. Aber viel mehr als 2 sind auch nicht unten, ne? Aua, der erwischt mich trotzdem.
Na, na, direkt reingesprungen. Okay. Wow, das war jetzt aber knapp. Direkt vor meiner Nase. Aua, jetzt hör doch mal auf. Ich muss den öfters treffen, sonst kriege ich keinen. Und ich darf vor allem nicht einfach in den reinspringen. Aua. Okay, ich muss den einmal treffen, damit ich mich nochmal... Das... Uah, nein! Ist der noch? Dreck! Oh, Mist! Ich bin da aus Versehen runtergefallen. Wie ärgerlich ist das denn? Na gut, aber dann muss ich mich jetzt zuerst mal heilen. Ach, wie ärgerlich ist das denn? Einfach runtergefallen. Na gut, kann passieren. Oh, muss ich mehr drauf achten? Jetzt muss ich den ganzen Kampf nochmal machen. Naja, diesmal schlagen wir uns vielleicht nochmal ein bisschen besser. Ich muss den öfters direkt treffen. Wo war das? Hier irgendwo. Hier. Ach, wie ärgerlich. Einmal ausruhen. Wir haben auch zwei extra Leben. Eigentlich müsste das kein Problem sein. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich irgendwie nicht so gut war, gerade am Ende. Irgendwie hat er mich zu oft getroffen und dann bin ich noch in ihn reingesprungen. Das darf uns nicht passieren, Leute. Das darf uns nicht passieren. Dann müssen wir einfach durch jetzt. Ja, dann müssen wir... So. Ach, ja, ich möchte dich herausfordern. Laber nicht so viel. Ja, bitte. Das dreht sich immer einmal noch, ne? Ach, ich springe aber auch in den Reihen, hey. Ey, sorry, wenn ich wieder nichts rede. Das ist wirklich immer Konzentration. Fühlt euch einfach... gewertschätzt, dass ich versuche, das so gut wie möglich für euch... Boah, das war aber... Ich würde nicht sagen ausgewichen, sondern mehr Glück. Das war ausgewichen. Aber ich springe auch in den rein. Okay, jetzt Stufe 2. Die erste Stufe haben wir erfolgreich. Ach, direkt rein. Was ist denn los? Okay, Moment. Das ist natürlich sehr geschickt, dass wir uns hier easy heilen können. Wir heilen uns mal ganz kurz einmal voll. Okay, easy. Beim ersten Mal habe ich mich ein bisschen dumm angestellt. Aber der war nicht so schwer. So, was kriegen wir dafür? Ah, jetzt verstehe ich. Wer sich dem König entgegenstellt, ist verdammt, sobald er seine Waffe zieht.
Nenne mich nicht einen Verräter, nenne mich einfach nur einen Narren. Ich weiß, du wirst nicht fliehen, wohin du auch gehen magst, ich werde dich beobachten. Ich habe so das Gefühl, dass der König irgendwie der Bösewicht ist. Kann das sein? Ist der König dieses Königreichs? Oh, 314. Wie viel haben wir denn davor gehabt? Verflucht seien die, die sich dem König entgegenstellen. Hatten wir davor... Wir hatten die 300 noch nicht, ne? Das war der nächste Step. Von dem her gehen wir gerade nochmal hoch, weil ich habe... Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir über diese Dinger diese schwarzen Teile irgendwann mal öffnen können. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht brauchen wir da auch sonst nur noch mal was anderes. Kann natürlich auch sein. Die Seherin. Ah, Träger, du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf deinen Traumnagel werfen. Du hast also schon 300 Essenzen gesammelt. Ja, ich sehe, dass die Träume dieses alten Königreichs beginnen, an dir zu haften. Sehr ermutigend. Du hast meine trostlose Arbeit hier zweifellos interessanter gemacht. Es war nicht besonders spannend, die Hüterin dieses Ortes zu sein, aber ich sollte mich nicht beschweren, diese Gräber zu pflegen und den Träger anzuleiten. Alles Buße für den Verbrecher. Für alte Verbrechen. Gewisse Dinge müssen im Gleichgewicht gehalten werden. Nimm dieses Schmuckstück für deine Bemühungen und kehre mit 500 Essenzen zurück. Mach so unermüdlich weiter. Bleiches Erz. Oh, nice. Haben wir ein bleiches Erz gerade gekriegt? Das ist ja phänomenal. Oder? Haben wir? Hier, bleiches Erz. Damit können wir uns auf jeden Fall nochmal aufrüsten. Wir haben aber, wahrscheinlich brauchen wir dafür wieder Kohle, ne? Haben wir noch auf der Bank? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber, lasst mal gucken. Ich habe hier diese kristalline Hügel da oben. Das habe ich eigentlich schon nochmal vor, nochmal zu machen. Da sind wir ja beim letzten Mal irgendwann ein bisschen dran gescheitert. Könnten wir aber nochmal versuchen. Uns dran versuchen. Komme ich da unten hoch? Ich weiß es gar nicht. Oder komme ich da nur runter? Bin mir gerade unsicher. Am blauen See entlang. Ach, der blaue See war... Ich habe auch mal da oben, hier bei diesem See von unten, da nochmal drin zu schwimmen, ob das Sinn macht. Ich weiß es nicht. Dieses steinerne Heiligtum. Ich meine, war da nicht auch irgendwo hier... War das nicht auch irgendwas, was nur im Dunkeln zu erreichen war? Und zu diesem Garten der Königin. Aber wir haben noch so viel zu tun, Leute. So viel zu tun. Das ist unglaublich. Da gibt's echt noch viel. An der Geisterlichtung gibt's allerdings gerade nichts mehr für uns. Oder? Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen skeptisch geworden. Ob wir da doch nochmal reingucken? Vielleicht haben wir da noch mehr übersehen. Ich bin manchmal, ich weiß nicht, beim letzten Mal war auch einfach lang gespielt, da war ich nicht mehr ganz so aufmerksam. Ich glaube, da gibt es nichts mehr. Aber vielleicht... Haben wir mit dem schon gesprochen? Growhack. Sind wir da hoch? Ach, ich weiß es alles nicht mehr. Perpetus Nu. Ja doch, da oben waren wir auf jeden Fall. Ne, das war jetzt genau hier hinten. Hä? War ich vorhin eins tiefer? Aber gut, hey, nice, dass wir es gefunden haben. Hä? Ich bin komplett verwirrt.
Okay, erstmal oben alles abgrasen. Vielleicht laufen wir doch gleich einfach nochmal hoch. Ach, guck mal, ja genau, wir waren einfach eins tiefer. Das ist ja witzig. Nicht gecheckt. Verrückt. Verrückt. Na gut, dann sammeln wir die Dinger ein. Ich weiß nur nicht, bis wohin. Oh. Da gibt es auf jeden Fall noch mehr. Ich meine, da haben wir ja zumindest bald 400. Wir müssen quasi... So, irgendwo müssen noch sein. Ach, vielleicht darüber, ne? In dieses, wo wir waren, um das Siegel zu holen. Vielleicht gibt's da noch. Ach, Mist. Quasi da versteckt. Nee, sieht nicht so aus. Aber wir sind noch nicht fertig. Das Ding ist noch nicht vollendet. Wo haben wir denn was vergessen? Irgendwas übersehen? Hm. Doch, ah, guck mal, hier. Jetzt sind wir durch. Okay, hat sich doch nochmal gelohnt. Hat mich jetzt ein bisschen, hä? Merkwürdig, warum haben wir das denn beim... Ich hätte beim letzten Mal gedacht, wir waren da ganz oben, aber wohl doch nicht. Gut. Bleiches Erz, wir brauchen dafür mit Sicherheit noch Kohle. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Brauchen wir noch Kohle. Sollen wir mal da hochgehen? Jetzt kristalliner Hügel. In die Richtung. Komm, das gucken wir uns nochmal an. Was es da zu holen gibt. Hier kommen wir nicht hoch, ne? Da kommen wir wahrscheinlich nur irgendwie runter. Aber ist okay. Das heißt... wir fahren da einmal quasi mit der... Mit unserer Bahn. Einmal da rum. Ich finde das so... Das ist schon ein bisschen bedrückend, dass die da auch alle so tot da liegen und sitzen, ne? Das ist schon auch ein bisschen bedrückend. Aber gut. So, jetzt müssen wir da oben wieder Richtung Kristallspitze. Die Frage ist, ob wir uns einmal da... unten... Ich glaube, das macht Sinn, dass wir uns da mal kurz zur Bank begeben. Damit wir nicht so ewig lang laufen müssen. Da gibt es bestimmt auch nochmal bei der Kristallspitze. Ach, hey, schon beim letzten Mal. Ich kann mich erinnern, ich falle immer wieder auf diesen gleichen Typ rein. Und ich weiß nicht, wieso. Nein, diesmal bin ich sogar weggelaufen. Na gut. Irgendwie bin ich, das ist aber meistens so, ne? Beim ersten Mal, wenn ich es wieder anschalte. Ich bin am Anfang immer ein bisschen schlechter. Ich muss mal wieder ein bisschen reinkommen, bis es dann auch richtig losgeht. Jetzt bin ich schon fast zu weit, oder? Kann das sein? Ich darf ja gar nicht so weit. Ich muss ja eigentlich hier hoch. Zack. Da muss ich lang. Aber ist ganz gut, weil für das Bleicherz, ich bin mir sicher, dass wir wieder Kohle brauchen. Ich weiß nicht, wie viel.
Aber wir brauchen auf jeden Fall nicht mit der 100, 100 Geo reinlaufen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und eigentlich bin ich am Überlegen, ob wir unseren Geocacher. Geocache. Ihr wisst schon, was ich meine. Dummes Wort. Dummes Wortspiel. wieder einsammeln. Oder wieder nutz. Damit wir nicht jedes Mal irgendwie hier runterlaufen müssen. Wobei wir verlieren davon ja meistens dann doch nur irgendwie ein, zwei. Das ist eigentlich schon noch verkraft. Bin ich dumm? Vergesst es, auf rhetorische Fragen zu antworten. Zack. Oh, das gefällt mir. Ich muss mehr lernen, auf die Dinger drauf zu springen. Weil ich glaube, das hilft uns manchmal schon. Und da lernen wir vielleicht auch ein bisschen mehr, diese Pfeiltaste nach unten zu nutzen. Was ich ja echt... Ich vergesse es. Ich vergesse, dass die Dinger so explodieren. Ich mag das nicht. So explodierende Gegner. Vor allem die, die danach noch explodieren. Warum? Warum können die nicht einfach... Einfach ganz lieb und nett sein. Höre ich da eigentlich einen Wurm? Ja, ne? Guck mal, ist der hier? War ich hier schon? Ja. Wo ist denn der Wurm? Ich höre doch da einen Wurm. Wo ist der? Ich höre ihn doch. Ganz klar. Ziemlich safe. Müssen wir da mal kurz nachgucken? Ich weiß nicht. Wenn ich hier rüber gehe. Ist der da irgendwo? Hört ihr den auch? Ihr hört den doch auch. Ich bin doch jetzt nicht der Einzige, der diesen Wurm hört. Ah! Ich hab ihn! Nice! Wurmi! Ah! Ich habe den, glaube ich, schon mal gehört, ne? Und war dann nicht so arg hinterher. So, jetzt gehen wir wieder zur Kristallmine. Einmal durch. Bank. Da unten haben wir eine. Kristalliner Hügel. So. Genau, das war hier dieses normale Stadtgebiet. Das kennen wir ja eigentlich auch schon. So, fix durch. Hier, verpiss dich. Mann. Ich habe es jetzt gerade ein bisschen eilig. Tut mir leid. So, einmal schön ausruhen. Kristalliner Hügel da hinten. Ach, so angenehm. Davor haben wir für die immer drei gebraucht. Hey, wenn wir das bleiche Erz da benutzen, vielleicht kriegen wir die dann auch One-Shot. Vor allem, wenn wir das bleiche Erz benutzen, vielleicht können wir dann nochmal diesen Wächter angehen. Ups. Sag mal, kann man die Wand hier... Nee, kann man nicht. Ich hätte mir vorstellen können, dass man die Wand da einbrechen kann. So. Hier ist es, ne? Das war nix. Guck mal, jetzt verlieren wir die Geo hier natürlich. So, den hier. Okay.
Kurz die Schnellreise hier hin. Das haben wir. Hier eintreten. Huch. Hier kommen wir nicht durch. Was waren hier nochmal, warum wir hier nicht... Was uns hier so schwer gefallen war. Kristalliner Hügel, ich weiß es schon nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall eine Sprungpassage. Das heißt, wir kriegen am Ende wahrscheinlich irgendwas. Okay. Braucht uns nicht zu interessieren, wir umgehen den einfach. Wir haben ja natürlich jetzt keine Karte, keine genauere, ne? Was wartet da unten auf uns? Oh, wie dumm war das denn? Oh. Was? Du... Dummes Tier. Das war ja gemein. Okay. Wir müssen hier hoch. Das ist gemeingefährlich. Okay. Können wir da rechts drüber? Die Stelle ist irgendwie... Oder was ist da links? Was ist hier? Was ist das da unten? Was passiert hier? Schattensturz konsumiert. Während du runterhältst mit Sturz und so, Zauber verbraucht Seele. Fülle Seele. Schattensturz. Okay. Wir haben keine Seele. Wir haben aber hier auf jeden Fall einen Shortcut hier rüber freigeschaltet. Das gefällt mir schon mal sehr. Oh, und ein Wurm. Okay, wir haben also diesen Schattensturz und einen Wurm. Gibt's hier noch mehr? Kristalliner Hügel, ewige Ruhestätte. Okay, gefällt mir. Okay, das war, glaube ich, nur ein Wurm. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht, oder? Schattensturz. Ich würde den gerne ausprobieren. Wie dumm kann man eigentlich sein? Oh Mann, ey. Oh, wie dumm kann man eigentlich sein, ja? So, jetzt haben wir immerhin... Jetzt muss ich leider den Schattensturz, kann ich jetzt nicht ausprobieren, wenn ich hier... Wo geht die Seele hin? Die ganz da drüben? Oder ist die irgendwo am Anfang? Anfang wäre nice. Alter. Ey, mach mich nicht schwach.
Okay, das war jetzt ein bisschen gefailed. Wo ist meine Seele? Wo kriege ich die? Ich habe keine Zeit für dich. Komm. Ich habe auch keine Zeit für euch. Für dich nehme ich mir die Zeit. Oh, das war gut. Moment. Schön geblockt und den Gegner damit abgeschossen. Jeder sagt mir, dass das irgendwo am Anfang ist. Ich habe keine Zeit für dich. Uah. Habe ich den eigentlich gerade mit erwischt? Nee, ich glaube nicht. Genau, da komme ich dann zur ewigen Ruhestätte runter. Hier komme ich da rein. Moment mal. Jetzt will ich aber... Na, jetzt bin ich schon wieder... Ja, gut. Ich will einmal hier durch. Weil dann habe ich vielleicht meine Seele direkt... bei mir? Nein? Aber hier bin ich doch gestorben. War ja klar. Was war unter mir? Ich finde meine Seele nicht mehr. Vielleicht hätte ich doch einfach ganz normal gehen müssen. Wahrscheinlich war die einfach unter mir. Ich bin jetzt davon ausgegangen. Hä, wo ist die denn? Die war nicht da oben, die ist nicht hier unten. War ja klar. Alter, zwei Stück direkt nebeneinander. Ist echt nicht so schön. Vor allem, weil die echt an einer beschissenen Stelle sind. Okay, jetzt come on. Jetzt muss ich hier doch wieder rum. Oder ist die jetzt ganz oben irgendwo? Da ist sie! Schweine. Aber da war doch noch mal was, ne? Nein. Okay, aber das ist nur so ein Auffüllding. Damit bin ich fein. Damit bin ich fein. Hier, da gehe ich einfach diesen Weg hier zurück. Alter Scheiß. Ihr wollt mich alle verarschen. Leute, das war schon wieder für die Folge. Merke ich gerade. Ich bin hier völlig... Wir haben jetzt auf jeden Fall wir haben einen Schattensturz. Ich habe noch nicht ausprobiert. Das werden wir in der nächsten Folge tun. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.